Ja, gut drauf, Leute. In diesem Sinne ein abartiges Hallo zum neuesten Vlog. Jo Leute, nachdem ich jetzt über eine Woche nicht mehr mit dem Board draußen war, ich habe aber trotzdem meinen Spaß gehabt. Mega gut drauf, Prost, Leute! Nein, Quatsch, ich habe natürlich gearbeitet. Auf jeden Fall gibt es jetzt mal wieder eine kleine Tour. Es läuft ja gerade die Hashtag Minitour von Dehner und Stefan Gehrig. Ja, ich bin im Geiste dabei, aber ich bin natürlich durch was völlig anderes belastet, und zwar die Vorbereitung des Nachfolgers der bisherigen Seminare. Im Nachhinein macht diese Kappe jetzt sogar Sinn, weil ich habe die Seminare geopfert für was Neues. Es heißt jetzt MRG Kreativ Workshops, ist im Ganzen etwas schlanker geworden, etwas besser geworden und ich denke auch etwas jünger geworden. Und das möchte ich auch, also alle Leute unter 25 erhalten zukünftig grundsätzlich Rabatt. Mehr dann auf meiner Homepage. Schaut mal vorbei. Dort findet sich dann ein Link, wo immer die aktuellen Informationen gepostet werden. Ich kann das dann über Facebook ganz leicht updaten und ihr seid immer auf dem neuesten Stand und ich muss mich nicht mit diesem HTML-Mist auf der Homepage rumärgern. Letztes Jahr hatte ich so irgendwo das Gefühl, es muss mal was Neues kommen. Eigentlich trage ich das Gefühl schon viele Jahre in mir. Ich habe das dann in Modell Eisenbahner 7 2016 ziemlich ausführlich behandelt. Also ich trage mich mit dem Gedanken schon länger. Nichts gegen die guten alten Seminarfreunde, aber ich brauche mal einfach frischen Wind. Und das Ganze hat sich sonst ein bisschen totgelaufen, wenn man immer wieder die gleichen Leute sieht. Leute, ich mag euch, ehrlich, Hand aufs Herz, aber es muss einfach mal was Neues kommen nebenbei. Ihr seid natürlich weiterhin herzlich willkommen, aber diesen Stammgastrabatt, den gibt es nicht mehr. Ich möchte diese Stammteilnehmerregelung, dass jeder, der beim Seminar dabei war, automatisch das nächste Jahr wieder angemeldet ist, einfach abschaffen und auf diese Weise dann auch Möglichkeit schaffen, dass neue Leute wieder mit dazustoßen können. Und wir konzentrieren uns dann auch wieder auf spezielle Themen. Das wird dieses Mal Felsenbau sein, also Felsengestaltung. Modell Felsen könnt ihr ja nicht nur auf der Eisenbahn gebrauchen, sondern auf allen anderen Dioramen genauso. Und ich finde, das ist ein guter Start in die neue Reihe. Allerdings kein frischer Aufguss der letzten Seminarreihe, die ja auch mit Felsen begann, sondern was völlig Neues. Diesmal sind nicht nur die klassischen Gipsfelsen dabei, sondern eben auch Leichtbau. Und ich finde Leichtbau einfach nur geil. Ich selbst mache das ja fast nur noch, weil die gesamten Unterbräuschwitz-Module, also bei mir auf der Anlage, sind ja allesamt super leicht. Die kann man also fast mit einer Hand hochheben. Die wiegen gar nichts, auch die Felsen nicht. Und alles, was nach Beton oder Stein ausschaut, ist in Wahrheit federleicht. Nur Illusion. Ja, und darum geht's. Und ich hoffe, euch neugierig gemacht zu haben. Der erste MRG Kreativworkshop findet in Magelsheim doch nochmals im evangelischen Gemeindezentrum auf dem Engelsberg statt. Und zwar vom 1. bis 3. Oktober 2016. Alle übrigen Details erfahrt ihr dann über den Link in der Videobeschreibung. Denselben packe ich auch auf meine Homepage unter Seminare und Kurse. Das ist jetzt zwar der 50. Vlog, aber das hat jetzt eigentlich nichts zu sagen. Das ist einfach nur Zufall. Ja, wäre natürlich geil gewesen. Das wäre jetzt gleichzeitig das 500 Abonnenten-Special. Aber das hat nicht ganz gepasst. Es kann nicht alles klappen, wie auch schon Dehner gesagt hat, im Hinblick auf die Hashtag Longboard Tour 2, die ja leider nicht zustande gekommen ist, was ich sehr bedauere. Umso mehr feiere ich persönlich jetzt gerade die Hashtag Minitour. Ja, und hier sage ich mal, da habe ich jetzt langsam das Problem, dass der Regen etwas drückt. Also, es kommt irgendwann irgendwas und ich hoffe, dass ich noch rechtzeitig heimkomme. Das Wetter ist einfach nur scheiße seit über einer Woche und da oben fliegt jetzt noch ein Flieger. Egal, auf jeden Fall hoffe ich, dass Dehner und Stefan besseres Wetter haben, denn die können es jetzt notwendiger gebrauchen. Ich habe es jetzt nicht weit ins Kunsthäusle, sind von hier gerade mal, naja, ich schätze mal 4-5 Kilometer, mehr ist es nicht. Also bin ich 10 Kilometer gefahren, besser als nichts bei diesem unsteten Wetter. Im Seminarraum gibt es in Zukunft keinen Alkohol mehr. Ich weiß warum. Na,
Nein, im Folgenden gibt es jetzt noch Einblicke in das Markelsheimer Weinfest und den Sonntag danach. Naja, so schwer habe ich es auch nicht gebüßt, aber es gehört einfach zum Weinfest dazu. Da war das Wetter noch in Ordnung und ich hoffe, es wird bald wieder so geil sein. Und nun geht's aber aufs Weinfest. Viel Spaß! Ein abartiges Hallo, Leute, vom Markelsheimer Weinfest. Ja, ich bin jetzt hier gerade mit dem Klaus, den kennt ihr ja schon von einem der ersten Vlogs hier. Na gut, der macht mir immer die Module für die Modellbahngeschichten. Wir trinken jetzt natürlich keine Brause, das ist klar, auf dem Weinfest. Aber wir sind auch gut drauf und vor allem das hier ist jetzt das zweitwärmste Weinfest, seit ich überhaupt in Markelsheim bin. Ja, beim letzten war ich hier mit dem Andreas, dem Kameramann von Eisenbahnromantik. Da war es auch mal so richtig lau. Und das ist aber schon einige Jahre her. Und jetzt ist es wieder mal so. Und wir können hier wirklich am Lochbach sitzen, bei lauen Lüften. Nur mal so ein kleiner Gruß am Samstagabend vom Markelsheimer Weinfest. Ciao! Ich muss schon sagen, nach dieser lauten Nacht im Weinzelt genieße ich jetzt hier die Ruhe in diesem wunderschönen Tal hinter Kreglingen. Ja, hier ist wirklich das Auenland sozusagen noch Realität. Ein totaler Traum. Also die letzte Nacht war absolut fett, war einfach nur mega, aber ich habe es jetzt auch mit leichten Kopfschmerzen heute gebüßt. Naja, viel habe ich nicht getrunken. Hätte ich nur die Brause genommen, nee, Quatsch, war schon in Ordnung, ohne das geht es eben nicht auf dem Weinfest. Nach diesen Einblicken in den Weinfest Samstag und den heutigen Tag jetzt, der dritte Weinfestabend eigentlich jetzt, das ist jetzt der Sonntagabend, wo das Feuerwerk über die Bühne gehen soll, aber das ist inzwischen schon sehr fraglich, weil guckt mal den Himmel an, das hat vorhin während der Heimfahrt auch schon geblitzt, also hier braut sich ordentlich was zusammen und es ist auch gemeldet. Bisher waren das im heutigen Vlog ja Aufnahmen mit dem neuen Handy und ich finde die eigentlich so ganz okay. Für das Feuerwerk jetzt heute Abend die normale Kamera und ich hoffe natürlich, dass die Qualität dann auch entsprechend gut wird, wie gewohnt. Alter, also was ich hier zusammenbaue, das sieht wirklich nicht gut aus. Ich hoffe, das Wetter hält jetzt. Gestern war hier alles gestopft voll. Inzwischen herrscht gähnende Leere. Naja.
aber wieder zurück auf dem Board. Jo, Stefan, mit sowas wärst du nicht aufs Maul gefallen. Das ist das Schöne gegenüber dem Longboard. Deshalb liebe ich das Kickboard so. Man kann es wirklich in jeder Scheißsituation beherrschen. Und das ist geil, und schnell fahren kann man damit auch. Und es hat eine Bremse und die Schuhe bleiben heil. Also es hat auf der Straße eigentlich riesige Vorteile. Ich bin davon überzeugt. Naja Leute, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Jo Leute, jetzt habe ich doch noch was hinten angehängt. Und zwar, naja gut, ich bin jetzt gerade hier mit dem Board im Fränkischen unterwegs, unweit von Rothenburg ob der Tauber. Das ist mal eine völlig andere Landschaft. Ist einfach ein Traum hier. Inzwischen bin ich hier in Spielbach. Hier gibt es eine urige Brauereigaststätte. Die werde ich euch jetzt nochmals kurz zeigen. Das ist sie. Die sieht noch aus wie zu Kaiserszeiten. Hier kommen sogar Leute aus der Schweiz nach Spielbach, nur um hier zu essen. Man fühlt sich hier wirklich in die Zeit zurückversetzt, ja, als die Epoche 3 noch Realität war. Rein gehe ich jetzt nicht. Ich bin eigentlich satt. Da gucke ich lieber, dass ich weiterkomme. Und zwar ist ein Schienenbus mal wieder unterwegs gewesen zwischen Weikersheim und Lauda, gependelt den ganzen Tag lang. Und ja, schaut euch zum Abschluss ein paar Aufnahmen hiervon noch an. Viel Spaß! Jo, inzwischen bin ich hier jetzt am Bahnhof Weikersheim. Da hat der Schienenbus jetzt ewig Pause. Ich weiß auch nicht, warum die Motoren nicht ausmachen. Der hat ja zwei 150 PS Maschinen von Büssing.
Eigentlich dachte ich, das sei der Schienenbus, aber ich habe meinen Fahrplan verloren. Der ist irgendwie vom Winde verweht. Naja, egal. Pech. Leute, noch eine Stunde zu warten hat jetzt einfach keinen Sinn gemacht. Das Wetter hat sich so extrem verschlechtert, dass ich jetzt zum Essen gegangen bin. Das war jetzt super lecker. Der Schienenbus ist inzwischen wieder in Lauda. Die Sonderfahrten sind vorbei. Und ja, es lohnt sich nicht mehr, da noch hinzufahren. Ich hatte es erst vor, aber ihr seht selbst, da hinten blitzt es. Und es wird nicht besser. Jetzt habe ich den Schienenbus gerade pfeifen gehört. Ich versuche den jetzt noch zu erwischen. Mehr Glück als Verstand. Ich bin jetzt gerade in Markelsheim. Die Bahnschranke ist zu. Leute, das war jetzt ultra scheiße. Gerade in dem Moment, ich höre den schon kommen, als der Schienenbus naht. Kamera aus, Akku leer. Ich habe schon so gehofft, dass es noch reicht. Es hat schon rot geblinkt, aber zack, aus. Mist. Also seit ich vlogge, habe ich sowas überhaupt noch gar nie erlebt. Es war nicht mehr dran zu denken, den Akku zu tauschen. Aber ich habe das neue Handy rausgeholt. Ich war so froh, dass ich das Ding habe jetzt. Und im Folgenden die Aufnahme. Geil. Leute, das ist ultra laut jetzt hier. Ich verstehe kaum was. Ich gucke jetzt hier Vlogs und oben ist der WLAN-Router. Zum Glück kriege ich hier das WLAN rein. Aber ich verstehe kein Wort, Alter. Das ist sowas von laut. Das ist absoluter Wolkenbruch. Aber es hat schon was. Ist ganz chillig hier im Auto zu sitzen und irgendwelche Vlogs anzugucken. Aber ich habe das Headset im Kofferraum. Das ist der Scheiß. Ich müsste da jetzt raus. Dann kann ich auch gleich ins Haus. Das ist, Alter, das ist doch nie mehr normal. Heieiei. Alter, das ist wie Weltuntergang.